Hallo, mein Name ist Andreas Gebesmeier. Ich bin Leiter des Instituts für Medienwirtschaft an der Fachhochschule St. Pölten und ich möchte euch heute das Projekt Samba vorstellen. Samba steht für Smart Data for Music Business Administration und es geht in diesem Projekt darum, wie man denn unstrukturierte Daten aus dem Internet für das Musikbusiness, also für die Musikwirtschaft, nutzbar machen kann. Wir arbeiten da in einem interdisziplinären Team an der Fachhochschule St. Pölten. Das Projekt wird gefördert von der FFG im Rahmen von Coin-Aufbau. Worum geht's? Ganz kurz, wie gesagt, wir wollen einfach unstrukturierte Daten nutzbar machen im Internet für die Musikwirtschaft. Die Musikwirtschaft hat ja eine Menge an Daten, Statistiken, sei es jetzt über Streaming, über den Verkauf von Files oder CDs und dergleichen, Radiodaten auch. Aber es gibt natürlich auch jede Menge Informationen im Internet, auf den diversen Plattformen von YouTube über Instagram bis hin zu Twitter, wo sehr viel über Musik und Musikerinnen und Musiker gesprochen wird, gechattet wird, gepostet wird und dergleichen. Und genau das wollen wir systematisch aufbereiten. Wir haben dazu eine Menge an Gesprächen geführt mit Leuten aus der Musikwirtschaft, auch mit Musikerinnen und Musikern, um ein bisschen was zu erfahren, welche Anforderungen denn ein Tool haben sollte, das wir dann letztendlich auch entwickelt haben. Ja, und wir haben jetzt eben ein Tool entwickelt, das wir jetzt noch ein bisschen genauer vorstellen werden. Ein Tool, mit dem wir den Lebenszyklus sozusagen von Songs auf YouTube nachzeichnen können. Wir haben da mittlerweile über 600.000 Kommentare auf YouTube zu Musikvideos von österreichischen Künstlerinnen und Künstlern gesammelt, eine Datenbank angelegt und eben ein Interface gestaltet, mit dem diese Daten auch analysiert werden können. Und genau das wird jetzt gleich ein bisschen erklärt. Ihr seht, wie man dieses Interface nutzen kann. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit der Erklärung und ja, ihr könnt das dann selbst auch gleich ausprobieren.